Na hallo, lange nicht gesehen. Während hier draußen noch ganz entspannt die ein oder andere Bahn geschwommen oder auch einfach nur relaxed wird, wird hinter den Kulissen schon alles für die Wiedereröffnung des Weltvogelparks vorbereitet. So, Digga, komm. So, schau mal, einmal wiegen. Setz dich da mal hin. So ist fein, so ist fein. Guck mal. Was haben wir denn heute auf den Rippen? Jo, schau mal, ein bisschen was los hier heute, ne? Also das ist ein sogenannter Gaukler, wird auch Schlangenadler genannt. Und die Wiegerei, die ist für unsere Schoovögel ganz, ganz wichtig, weil wir natürlich eine tägliche Kontrolle darüber haben müssen, weil sie draußen frei fliegen. Und da müssen wir sie also im Grunde genommen kontrollieren. Ein satter Vogel, der möchte nicht, und ein Vogel, der zu wenig hat, der kann nicht. Und dazwischen muss es irgendwo liegen. Das ist bei jedem Vogel tatsächlich anders vom Energiebedarf. Und hier passt das Gewicht. Fast alles Stadtler also. Ab morgen heißt es wieder Vögel gucken. Mehr als 650 verschiedene Arten leben hier. Vor allem die Graupapageien sind ganz schön talentiert. Ist sie süß? Ist sie süß? Und nochmal, ist sie süß? Gut, super machst du das. Die will eine Menge lernen und das Ganze so schnell wie möglich. Da muss man auch so ein bisschen dann den Vogel auch gerne mal bremsen. Und ich würde sagen, ja, wenn man ein Kommando für Sprachnachahmung regelmäßig wiederholt, dann dauert das je nach Länge des Wortes oder Geräusches, so eine Woche vielleicht oder anderthalb, dann haben die das eigentlich schon fast auf Kommando drauf. Ne? Wie zum Beispiel Wasser. Zum Saisonstart gilt im Park 3G, also geimpft, genesen oder getestet. Und wer will, kann den Tieren auch richtig nahe kommen. Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir jetzt im Weltvogelpark Walsrode wieder die kommentierten Fütterungen anbieten können. Nach zwei Corona-bedingten Jahren, wo es eben nicht möglich war, wir wieder den Besuchern hautnahe Erlebnisse ermöglichen können. Und in diesem Fall hier jetzt zum Beispiel mit den beiden, wo die Besucher ganz nah an die Arasaris, die kleinen Tukane, rankommen in dem Moment, dass sie die Tiere mit Blaubeeren selber füttern können. Das ist hier in diesem Haus erlebbar. Da lassen sich die Tiere natürlich nicht lange bitten. Ach ja, nicht nur Vögel gibt's im Park, sondern auch zwei Faultiere. Meistens verschlafen sie aber alles und auch die lauten Vögel sind den beiden völlig egal. Na, die sind ja völlig entspannt. Also ich habe die sowieso noch nie mit Stress erlebt. Aber bekanntermaßen lassen die sich nicht aus der Ruhe bringen. Ich würde mir ganz gerne mal eine Scheibe von abschneiden von den Jungs. Ab morgen startet dann auch wieder die Flugshow. Und dafür gibt's zur Stärkung natürlich ein reichhaltiges Buffet für die Papageien. So, wenn du von einem Ara sprichst, das ist ein Ara, sie haben so bei uns, die haben ein Kilo Gewicht und wir haben so eine Menge von, lass es gute 100, 150 Gramm sein. Das kommt natürlich auf die Mischung an, also nicht nur die Quantität, die Qualität macht es natürlich auch aus. Ne, du kannst ja von so einem kleinen Stück Rindfleisch auch satt werden, brauchst vielleicht vom Hühnchenfleisch das Doppelte. Und so ist das mit Obst und Gemüse das Gleiche. Das ist nur Wasser, das hat nichts. Esse ich zwei Bananen, hat das mehr Power. Ja, na dann mal guten Appetit, aber bitte nicht zu viel futtern. Nicht, dass es noch Probleme beim Fliegen gibt. Ach nee, passt schon. Das Idealgewicht wird ja streng kontrolliert.